Thomas Klein hat seine Operation gut überstanden. Laparoskopisch auch als Schlüssellochchirurgie bezeichnet, entfernte Chefärztin Dr. Gromol Bergmann bei ihm eine sogenannte Wassersackniere, eine funktionslose Niere. Ja, ich hatte so eine sogenannte Schrumpfniere und die hat mir jetzt immer Probleme bereitet und es haben sich dazu entschlossen, die muss raus. Ja, liegt mir nichts anderes übrig, ne? Eine der häufigsten urologischen Erkrankungen bei Männern ist die gutartige Prostatavergrößerung. Bei der Behandlung setzt die Klinik für Urologie in Pasewalk bei bestimmten Patienten den Greenlight-Laser ein. Eine Möglichkeit, die gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse zu behandeln. Das ist eine minimalinvasive Methode mit dem Vorteil, dass das Blutungsrisiko sehr, sehr gering ist bei diesen Patienten. Wie auch Patienten, die Blutverdünner lebenslang nehmen müssen, die man auch nicht absetzen darf aufgrund von Herzerkrankungen. Auch diese Patienten können wir mit Blutverdünner behandeln. Der Grünlichtlaser verdampft das Gewebe der gutartigen Prostatavergrößerung. Dadurch kommt es zu sehr geringem Blutverlust. Das siebenköpfige Ärzteteam setzt auf eine moderne und qualitativ hochwertige Versorgung. So werden bei extremer Inkontinenz spezielle Schließmuskelprothesen implantiert, wenn herkömmliche Behandlungsmethoden nicht mehr helfen. Dieses Cuff oder diese Manschette ist verbunden mit einem Druckventil. Beim Mann kommt dieses Druckventil im Hoden, im Skrotum zum Liegen, bei der Frau in den großen Schamlippen. Und dieser Überlaufballon, der mit Kontrastmittel gefüllt ist, kommt in den Bauchraum. Normalerweise im Prinzip in Ruhe ist diese Manschette mit Kontrastmittel gefüllt und übt einen natürlichen Druck auf die Harnröhre aus. Und insofern ist der Patient kontinent, also keinen unwillkürlichen Urinabgang im ganz normalen Alltag. Die Blase füllt sich normal, wenn der Patient einen Blasendruck hat. Und so wie bei jedem gesunden Patienten, die Blase sagt, okay, bring mich zur Toilette, ich möchte meine Blase entleeren, betätigt dieser Patient dieses Druckventil. Dann entschwindet das Kontrastmittel aus dieser Manschette in den Überlaufballon und der Patient hat 2 bis 3 Minuten Zeit, seine Blase zu entleeren und die Manschette füllt sich dann wieder automatisch. Und insofern ist der Patient sozial optimal integrierbar. Eine weitere Besonderheit in der Klinik ist das Schwellkörperimplantat bei kompletter Impotenz. Diese Patienten sind in der Hauptzahl Diabetiker, Patienten mit Bluthochdruck, also in der Regel multimorbide Patienten, auch Patientenklientel wie zum Beispiel Multiple Sklerose, sind in der Regel auch sehr junge Patienten, die aufgrund ihrer Vorerkrankung in diese Situation geraten. Und da haben wir die Option, wenn die konservativen Sachen wie Medikamente, wie Spritzen nicht mehr wirken, diesen Patienten eine Schwellkörperprothese zu implantieren. Die bestmögliche Lösung für den Patienten. Der Anspruch ist klar und das gemeinsame Ziel des gesamten Teams. Die dabei sind, denke ich mal, haben genauso viel Spaß wie ich daran und das ist ganz wichtig. Und ich denke, das merken auch die Patienten und das ist das Entscheidende, dass wir einfach zufriedene Patienten haben, die sich wohlfühlen bei uns und die, wenn sein muss, gerne wiederkommen. Thomas Klein darf schon wenige Tage nach der großen OP wieder nach Hause. Die Schlüssellochchirurgie macht's möglich.